Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Hardcore Skyblocks. Und es wird immer hardcorer mit dem Fischkopf. Es wird immer hardcorer, du hast recht. Ja, absolut. Lass mal die Nacht sein. Wegen. Hey! Genau, gute pass auf. Angel. Mach mal eine gute Angel, bitte. Ja? Ich hab noch einen String jetzt da rausgeholt. Ja, perfekt. Hab damit zwei und hab damit eine Angel. Willst du angeln? Ja, bitte. Hier. Und derweil werde ich mich kümmern. Um mehr Steine. Wir müssen rauskriegen, wie wir mit der tollen Angel arbeiten. Ja, wir brauchen halt. Warte mal, ich probiere mal hier so einen Baum durchzuwerfen. Oh ja, oh, oh, guck mal, was ich habe. Ist hier, ist für dich. Sie sind überall, sie sind überall, sie sind überall. Was ist denn da rausgekommen? Wie hast du das aus dem Baum geholt? Du musst den Baum durch dieses Ding hier werfen. Siehst du das hier? Ja. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das heißt, das Sifter, ne? Ich habe auch nicht nachgeguckt, was das ist. Grasshopper Bait. Achso, das Ding, ja. Das war genau. War ein Quest, das war noch nicht abgeschlossen. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, was im echten Leben ein Sifter ist, aber da kannst du halt. Ein Versifter, die kenne ich. Die lungern ab also in der U-Bahn rum. Da kannst du halt so Büsche durchwerfen oder Bäume halt und dann. Das Problem ist mit der Extra-Angel, alles, was du da rauskriegst, sind irgendwelche komischen bunten Fische, die man nicht essen kann. Also, das hätte ich vielleicht vorher mal erwähnen sollen. Das Spiel ist so schwierig. Jetzt hüpft er. So. Wenn ich richtig gezählt habe, habe ich übrigens schon zwei Fisch. Ach. Das finde ich gut. Angel mal. Ich habe hier. Warte mal. Erstmal muss ich probieren, ob man eine scheiß Mana-Bienen irgendwo reinsetzen kann. Nee, kann man nicht. Die kann man essen. Echt? Was mache ich damit? Unknown Aspect. Soll ich die mal essen? Dann hau ich mir esse jetzt. Jetzt. Ja, Vorsicht. Mach mal. Es ist nichts passiert. Auch kein Hunger weg? Nee. Dann hau ich jetzt den einen Apfel mir rein. Vielleicht setzt der Trip in einer halben Stunde ein. Ja, genau. Verzögerte Wirkung. Scheiße. So, oh, mach mal, Minas. Mach's jetzt alleine. Genau. Okay. Wie bei Unturned. Die blauen oder roten Bären. Nee, eine waren ja gut. Gut, der andere kann man sehen, wie man will. Okay, ich habe eben aus der Erde nur drei Steine-Dinger gekriegt. Hast du zufällig noch einen einzelnen bei dir? Moment. Diese kleinen Steine, weißt du? Ja, habe ich noch zwei. Da. Oh yeah. Bing! So, wofür habe ich den Stein nochmal gemacht? Lava. Achso, für die Lava, okay. Und dann wollten wir ja, haben wir ja letzte Folge gesagt, wollen wir das hier mal optimieren. Dafür nehme ich mal das Wasser raus. Wieso? Ah ja. Komisch. Dann bauen wir das. Wenn du das Wasser dupliziert hast, kannst du es ja in die Bottiche packen. Also wenn du jetzt zwei Wasser rausgeholt ja, hast. Ja, wir brauchen ja jetzt. Brauchen wir eh nicht, wir haben ja so viel Wasser. Aber ich packe trotzdem aus Sicherheitsgründen hier mal zwei Wasser rein. Oh, das Angeln ist echt ein Geduldsspiel. Ja. Gut. Aber ich habe schon sechs Fische. Die hauen wir jetzt mal sechs ganz. Sechs Fische? Ja, oh, die geben ganz schön gute Hunger-Dings da weg, ne? Kann sein, ja. Ich mach weißt du, was mein. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum. Mein kleiner Hosentaschenplan war, dass wir vielleicht. Das klingt schwierig. Dass wir vielleicht die Plattform noch weiter erweitern und halt noch mehr Erddinger bauen, damit wir da mehr Bäume rausholen können. Was meinst du denn? Jetzt zuckt er. Ja, gut, dazu. Na gut, wir müssten einen größeren. Was ist mit diesem Haken los? Ich merke schon, du bist abgelenkt. Ist völlig okay. Ja. Du meinst, dass wir die Bäume so wachsen lassen? Nee, einfach nur mehr. Also, ja, und dann. Wir müssen sie ja sowieso so wachsen lassen, weil die paar Knochen, die wir da drüben ab und zu kriegen. Oh, was ist denn das mit dem Angeln? Warum geht das manchmal, manchmal nicht? Es ist halt, das ist so, Wahrscheinlichkeit. Ah, die Angel ist kaputt. Okay. Dann geh mal braten, Digga. Ja, hat er ja. Sechs Fische sind durch. Jeder drei, oder? Hätte ich gesagt. Die sind hier drei drin. Jo! Oh, die geben einen. Nur? Ja, ein Feld. Komm mal her, in dem Ofen sind drei. Ich habe jetzt fünf voll. So, ich werde mal hier, pass mal auf, ich habe eine Idee. Hast du noch Bone Meal? Nope. Dann lass uns mal schnell die Zombies da hinten abfackeln. Sind da mehrere Bogenschützen?
Sind zwei, gell? Oh, der eine ist weg. Scheiße, die stürzen sich da runter. Mann, haben wir die Kante gebaut. Ja, dann lass uns auch lass jetzt mal ganz, lass uns mal ganz kurz ins Bett legen. Oder müssen ja nicht. Mach doch. Bin ja eh zu zweit. Von daher. Weißt du, dass ich so richtig Bock auf dieses Spiel habe? Also ich, weißt du, so irgendwie, keine Ahnung. Ist komisch, ne? Ja, ja, keine Ahnung. Es ist wirklich seit nett runterfallen, Jungs, bleibt oben. Oh, ich glaube, der Bogenschütze hat sich schon zu Tode gestürzt. Ne, der brennt da. Bogenschütze, bleib da. Verbrenner. Bogenschutz. So, ich tue jetzt alle meine Sachen hier in die Kiste, weil ich werde jetzt gleich eine krasse Aktion starten. Oh Gott, was hast du denn vor? Bungee-Jumping von der Plattform? Nee, ich muss jetzt. Ich werde jetzt Wasser quasi da durchlassen, also ein Loch machen. Ja, und? Was hast du vor? Warum musst du da mitschwimmen? Weil ich will das unten wiederum zumachen. Echt? Damit es nicht da durchfließt, damit wir nicht ab und zu vielleicht doch irgendwie da reinfallen oder Sachen verlieren dadurch. Und das wird oh, jetzt nee, krass. Mach das nicht. Doch. Oh nein, oh Gott. Doch. Das wird richtig crazy. Ich kann nicht ohne dich hier. Okay, ich gehe jetzt rein. Okay. Ja, erstmal das Loch. Nee, warte mal, bevor ich irgendwie was. Aber wieso fließt das Wasser im Kreis? Das ist doch doof, oder? Oh, jetzt ja, offen. Das ist doof. Wo komm, ist mein wir lassen das Wasser kurz mal. Soll ich es für dich mal zumachen? Ich nehm's weg. So. Wollen wir nicht jetzt kanalisieren? Also, dass das hier hinten wieder das Holz drin ist, so? So? Ja, das können wir machen. Jetzt in die Ecke. Okay. Vorsicht. Wasser. So. Ich gut. Geh runter. Hä? Ja, was ist denn jetzt mit dem Wasser los? Ja, ist doch gut. Ist doch sehr gut. Ja. Okay, Vorsicht. Ah, nee, ist nicht gut. Ah! Oh, ist das gruselig. Oh mein Gott, ich hänge unter der Welt und ich kann so langsam hoch. Oh Gott, ich könnte ersticken. Ich komme aber hoch. Okay. Wie geil. Okay. Oh. Komm wieder nach oben. Genau. Ja, warte. Oh Gott, nein. Nicht sterben. Zwei noch. Oh mein Gott. Komm raus. Ich geh aber rein. Nein, bleib doch, ich muss es tun. Mir schwitzen meine Hände und ich hab Angst um mich. Hör auf. Mach das nicht. So, jetzt ist alles gut. Oh. Alles dicht? Alter. So, jetzt haben wir das da unten zu. Okay, prima. Okay, das gleiche jetzt hier hinten nochmal. Aber wieso ist das Wasser? Wieso hat sich das so komisch verteilt? Was hat sich verteilt? Warum hat sich das Wasser nicht gesplittet? Ich weiß es auch nicht. Jetzt müsste. Hä? Gib's mal, wo du stehst, genau daran. Aber wir können doch Wasser. Ich brauch dich, Wasser! Wir haben doch genügend. Ist egal. So. Ich geh doch mal rein! Also, ich lass dir mal hier in den Eimer da, weil der ist sehr, sehr kostbar. Nimm den mal bitte. Ja, hab ich. Okay. Pickaxe auch. Na, der tue ich mal hier rein. Ach du Scheiße. Da ist noch Popcorn drin übrigens. Warte, warte mal, ich lass den Bäume noch mal hier. So, ich kümmere mich jetzt. Dude, die Action kann ich mir nicht angucken, das macht mein Herz nicht mit. Ja. Ich gehe jetzt mit der Pickaxe mal. Gott. Was ist das eigentlich für eine Kiste? Haben wir schon zwei Kisten? Ah, da ist dein ganzer Kram drin. Okay. So, ich gehe mal ganz kurz aufsammeln hinten die Plattform. Achso, soll ich die mit Holz aus ranziehen? Also eins größer machen, einmal Holz drum. Hallo? Ja, bitte. Der Eimer. Hier. Ich bin abgehackt. Nein, hörst du mich? Ja, weil ich irritiert war, dass du mir hinterher rennst. Soll ich die Plattform erweitern? Ich habe ja genügend Holz. Ja, bitte. Okay. Ja, bitte. Und ich habe gerade gemerkt, hier unten, ne, unser Garten, da wächst gar nichts. Also nur da hinten. Ich meinst, glaube, der Rest bei der wächst Fackel nicht? Die Sachen wachsen. Und sonst wächst, guck mal, das wächst nicht. Das ist scheiße. Ich glaube, das wächst einfach nur langsam. Nee, ja, genau, lass uns das einfach hinten erweitern. Ich hab immer mal wieder Korn daraus geholt. Ja, lass uns das hier hinten erweitern, komm. Wie weit fließt müssen wir, aber wie weit befeuchtet ja denn Wasser? Digga. Wir brauchen ja Erde dafür. Vier, glaube ich, oder fünf. Vier, glaube ich. Wir müssten die gleiche Aktion, die ich eben gemacht habe, da hinten mit dem Wasser, müssten wir hier machen. Um quasi darunter was zu bauen, damit wir die Erde rauskriegen. Aber eigentlich können wir das ja auch machen mit den Saplings hier. Wir brauchen einfach nur mehr Saplings. Ja, oh mein Gott. Es ist ein Kreislauf des Todes. Wir müssen auf jeden Fall die Nacht ausnutzen. So, ich fange jetzt an und erweitere diese Plattform hier. Wir haben keine bunten Steine mehr, ja? Nicht, dass ich hier irgendwie. Bunte oder? Steine? Ja, um dies zu erweitern, die Plattform. Es kam übrigens die Hinweise direkt in der ersten Folge. Haben wir noch? Ja, hier drüben. Und warum habe ich jetzt Holz hingesetzt?
Dann komme ich mal einen Rahmen aus Holz, leck mich. Es kamen direkt die Kommentare, man sollte doch Half-Steps machen, dadurch die Plattform bauen. Aber auf Half-Steps haben einen Nachteil. Und zwar, man kann nicht oben drauf bauen. Ne? Ja, und vor allem, naja, man kann schon, aber so darüber. Aber ich glaube, auf Half-Steps spawnen keine Monster. Könnte auch sein. Das könnte man testen übrigens, weil indem du F7 drückst, siehst du ja, wo Sachen spawnen können. Und zum Beispiel auf Glas spawnen auch keine Monster. Oh, Pfeile. Und dann sieht man toll, da, wir haben nur zwei Pfeile, die bringen Digga, uns nicht. Ich habe jetzt die Lava hier reingepackt. Warte, ich guck zu. Moment, wenn du solche actionreichen Sachen machst, warte mal, lass ja, mich kurz. Ja, deswegen sag ich ja, ey Digga, ich habe jetzt die Lava hier reingepackt. Okay, lass mich das gleich noch, ich mache noch den Rahmen fertig. Ich ziehe jetzt aus Holz einen Rahmen. Oh, Moment, mir langt das Holz nicht. Ich habe jetzt die Lava da reingepackt. Ja, und ich bin gleich da. Warte bitte. Ich muss Shift halten, weil ich habe hier so ein... Ich kacke mir gleich in die Hose gefühlt, wenn ich am Rand entlang hüpfe. Sollte ich noch hier fuggeln? Fuggeln? Ja, pass auf. Ich zeig dir, was ich mit fuggeln meine. Ich mache die Plattform größer. Wow! Wow! Was passiert? Wow! Hast du Feuer gemacht? Hast du ohne mich... Da ist was runtergefallen. Da hinten ist was runtergefallen. Gut. Oh, ich habe eben was gesehen, was hinten in dem Wasserfall runtergefallen ist. Hier ganz hinten. Oh mein Gott, das ist ja nur aus Holz. Oh mein Gott, wir müssen, fuck, jetzt habe ich mein Holz hingeworfen. Stein, oh ich habe Half-Steps, ich habe Half-Steps. Ja, geh wieder rein. Oh Gott. So. Okay, kannst du hier noch einen reintun? Ja. Alter. Was ist passiert? Das Holz ist verbrannt, gell? Ja, aber halt erst nach einer Weile. Ja, was habe ich gesagt? Das kann nicht funktionieren mit Holz. Vorhin hat es halt funktioniert. Ich dachte, naja, gut, dann funktioniert es. So, jetzt setz Wasser rein. Ich will das jetzt mitkriegen in dieser Folge noch. Weiß nicht, ob das geht. Komm, wir haben unendliche Wasserquelle, hol dir Wasser. Hier ist irgendwo ein Wasserfall. Hast du hinten einen Wasserfall dran gesetzt? Ach so, warte mal, ich vollhorst. Ja, was denn? Oh Gott, nein, ich sag's nicht. Ich sag's einfach nicht, was ich falsch gemacht habe. Also, was heißt falsch? Guck mal, ich hab doch den Eimer eben benutzt, um die Lava hier rüber zu holen. Ja. Und dann geht er doch dabei kaputt. Ja, du hast es. Das heißt, wir können das Wasser jetzt erst noch nicht transportieren. Wir brauchen einen Stein. Ne, warte, ich hab hier noch Dust. Alles gut. Okay, ich baue hier hinten weiter. Alles gut. Guck mal, gleich fertig. Ja, ich mache die Plattform weiter. Guck mal, muss ich meinen. Ja, ich guck ja gleich. Ich bin schon guck mal. Hast du schon einen Eimer gemacht? Ja, den brenne ich jetzt noch schnell. Warte, brenn den schnell und ich mache hier kurz hin. Wie kostbar so ein scheiß Cobblestone sein kann. Hier, in Minecraft hat ja Holz geschwebt. Oder ist das in dem Mod hier nicht so? Also wenn ich jetzt einen einzelnen Stein in die Luft setzen würde, würde der weiter schweben, ne? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Oh Mann. Wenn ich jetzt hier in Minecraft ein Objekt in der Luft schweben lasse, levitieren lasse. Ja, levitieren. Ja, ich will jetzt den Rahmen hier. Ich will den Rahmen bauen. Ne? Ja, so. Dann. Ach, vergiss es. Der bleibt außer Sand fällt hier nichts runter, wollte ich damit sagen. Und der Minjas und der Fischkopf fallen runter, aber sonst nichts. Und Gravel. Und Wasser. Also doch eine ganze Menge. ich würde jetzt das Wasser gerne setzen. Bevor du Gas gibst, lass mich doch bitte noch kurz hier den. Ja, okay, dann baue ich so lange hier. Guck mal, oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Crook. Na, diese Sache da, die du am Anfang schon mal gefragt hattest, ob die Leaves sich gegenseitig infizieren von anderen Bäumen, ja, das ist ja, so. Ja, das tun sie. Und ganz schön doll gerade. Ach so, und dann kriegen wir keine Saplings raus. Jetzt verstehe ich unser Problem. Ja, ich mache jetzt eine Crook. Viel String haben ist ja gar nicht so schlecht jetzt. Ich habe die Plattform auf jeden Fall so ausgebaut, dass jetzt die Monster einen Rand haben und hoffentlich nicht mehr in die Tode, in die Tiefe stürzen. Aber die springen doch auf einen Block drauf. Und? Ja, dann springen sie ja trotzdem über den Rand. Ist mir egal. Machen wir das später weiter. Das gar nichts, was du da gemacht hast. Ja, doch, ich glaube, dass das was wird. Ich muss noch dran kommen. Also, so, ich angel jetzt. Wir müssen jetzt aus den Strings. Ich habe auch eine Crook, soll ich dir wegcrooken? Musst du nicht, du kannst angeln gehen. Nee, ich will doch vielleicht bei dem Lava-Event dabei sein. Oh ja, oh, das Lava-Event 2014. Warte mal, ich mach den einen Baum, mach ich gesund. Ich muss nur die kahlen Stellen rausschlagen. Das ist natürlich interessant, das geht, ne? Oh fuck, ich hab keine Crook mehr. Hier. Ah ne, meine ist auch gleich kaputt. Warte, ich mach mir eine. Ist gut. Ich mach mir eine. Mach dir gleich zwei. Sowas. So, String. Ich habe jetzt 34 String. Alter. Das ist doch super. Erstmal können wir das String kompostieren. Ja, lass uns mal irgendwie 2-3 Angeln basteln und dann können wir den Rest kompostieren. Ja. Da oben ist noch eins drauf. Ja, ich komme da nicht ran.
Warte, ich habe Half Steps. So. Oh! Oh! Oh. So, guck, Half Steps. Gut. Was ich alles kann. Ich habe Half Steps gemacht und da oben liegt irgendwas drauf, wo ich nicht drankomme. Dann mache ich jetzt den Baumstamm weg. Mach ihn weg, der stinkt eh. Das ist ein Arschloch. Arschlochbaum. So, wir nähern uns langsam aber sicher dem Lava-Event. Dem Lava-Event? Unsere Profi-Minecraft-Zuschauer wissen ja eh schon, ob es klappt oder nicht. Ich habe überlegt, ob wir nicht die Lava-Slabs stehen lassen, aber bin ich mir nicht sicher, ob dann ein Baum eventuell nicht wächst oder so ein Kram. Gut, also die nächste Nacht kommt, dann machen wir noch den Lava-Event, bevor es hell ist, und dann mache ich eine Angel, okay. Und dann angeln wir noch bis in die Nacht und warten. Okay, so, und du sagst jetzt funktioniert das? Selber machen. Mal gucken. Ja, mach das. Moment, jetzt habe ich beste Position. Wir hätten das auch probieren können, ohne die Lava erstmal, ne? Du meinst es? Ich nehme die mal raus. Yes! Ja, okay. Also, dass das nicht weiterfließt, war schon relativ logisch. Ich setze einen Master. So klar, warte, ich hab, okay. Also, Lava wieder rein. Jetzt ist der einmal zwei im Arsch, aber das war's wert, finde ich. Yeah! Oh, wir können Kappel. Oh, lass uns Kappel machen. Oh mein Gott. Aber sammelst du die Kappel auf? Ja. Also, nicht alle. Die Wahrscheinlichkeit ist halt so und so. Ah, Moment. Ach, die fallen da runter. Guck mal, die fallen da runter, wo das Wasser ist. Ja, gut, ist ja egal. Dann lass es. Dann ist doch gut. Die Wahrscheinlichkeit ist halt immer, auch bei einem einfachen. Weißt du, was dann super war? Da könnte ich dir für knutschen, dass du da runter hast dein Leben für uns geopfert. Ja, ja. Ja, völlig richtig. So, 5 habe ich. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, wie geil. Oh mein Gott, ist das geil. Also viele verbrennen auch, ne? Das ist halt normal. Das ist egal. Und gut, jetzt habe ich 12. Ich hole mir die anderen. 12. Okay. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Lava. Ich habe 5. Ich habe 12. So, was wollte ich machen? Ich wollte meinen Quest mitmachen. Oh mein Gott. Endlich. Oh, die hüpfen da drüber. Weil an der Seite eine Kante ist. Oh, Überraschung! Ach, da drüber. Ja, an der Seite. Blöd Arsch. Okay, da müssen wir jetzt mal mit arbeiten. Die müssen wir jetzt mal echt kaputt machen. Da muss ich hier zumachen. Willst du schlafen gehen, während ich mir, wenn ich hier... Ja, ich gehe jetzt mal schlafen. Geh mal schlafen. Und dann mache ich den Rand höher. Aber diesmal arbeiten wir mit Kobbel, ne? Oh mein Gott, ich habe so einen Hunger, dass ich nur noch langsam laufen kann. Ich habe nicht auf meinen Hunger geachtet. Dann angeln wir jetzt erst. Wir machen jetzt erstmal hier das hier. Und lassen die dann verbrennen, die Kacker. Und dann werde ich auf jeden Fall. Oh, dann können wir es ja auch aus Stein bauen, jetzt unsere Kabelsturmmaschine. Ja, wir können jetzt alles, was irgendwie. Wie mache ich nochmal einen Angel? Mit 2 Strings? Jo. 3 Stickies. 3 Stickies. Wie viel Hunger hast du? 1,5. Oh, ja, ich müsste auch essen. Aber ich habe 6 Würmer. Können wir die nicht wieder braten? Die haben doch auch ein halbes können gebracht, wir braten, oder? Ja. Dann lege ich die mal hier rein. Oh, hier sind noch 8. Sehr gut. Ich nehme mal 4 raus. Du kannst die anderen 4 essen, ne? Weißt du? Oh. Ja. Ich fänd geil, wenn wir mal irgendwie einen Zaun machen würden, so langsam, aber so, ja. Du meinst so einen Sicherheitszaun? Ja. Zumindest nee, also, in der Korb. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier. Popcorn. Ich hab jetzt 3,5. Ja, gut. Als wenn man zu viel haben könnte. Ja. Nee, man lernt einfach so. Sich. Oh, die füllt den Popcorn, füllt ja 1 auf. Ja. Okay. Oh, das ist ein Creeper. Ich hab Angst vor dem Creeper. Hm. Überleg gerade, wie man das noch effizienter. Weil ich hab das mal gesehen, wie sie gesagt, bei Aura, bei den komischen. Die haben ja auch Skyblock gespielt. Oder spielen das, glaube ich, immer noch. Und da haben sie es irgendwie so gemacht, dass es von oben runterläuft. Und dann konnte man so 4 Felder direkt zu Koppel werden. Oh, wir haben ordentlich Knochen und Pfeile. Echt? Ja. Cool. Also ordentlich, was heißt ordentlich Knochen? Also ich habe eingesammelt. Ich habe keinen Platz. Oakwood Slab. Die Stickies kann ich stacken. So, 2 Knochen. Ordentlich, verstehst du? Ordentlich. Oh, da hinten sind auch noch 2. Die habe ich nur eben nicht. Ach so, warte mal. Habe ich jetzt Knochen? So. Ich habe 12-mal Bone Meal, aber ich werde jetzt erstmal hier den Rand fertig bauen. Schiete, was mache ich? Im Gunpowder wegwerfen?
Sorry, ich mach grad Sachen. Wenn du mich direkt ansprechen willst, musst du mich direkt ansprechen, weil sonst höre ich dir nicht zu. Was brauchst du? Schon okay. Was? Ich kann dir gerne helfen, wenn du das möchtest. Kann man die Hirne braten? Nee, egal, die werden nicht lecker. Nee. Auch nicht später. So, Sword habe ich schon mal. Ich mache hoffentlich gleich eine Überraschung hier. Wie macht man die nochmal? Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir jetzt ordentlich Cobblestone produziert haben, müssen wir diese Zombie-Farm vergrößern. Ja. So, bam, so. Falsch. So. Und wir müssen vor allem auch an dem Steg hier einen Übergangszaun Gedöns machen. Ja, mach doch einfach mal. Der muss breiter werden, aber habe ich nicht genügend mehr. God. So, ich gehe jetzt angeln. Nee, ich mache mir erst eine Angel. White guard. White guard pattern. Baby blue. Boy noch. Wie ich dich gleich überrascht werde, da wirst du sagen, what? Und dann werde ich sagen, ja klar. Und dann wirst du sagen, So, ich mache jetzt 4 Angeln und gehe erstmal angeln. Okay. Gönn deinen Zuschauern mal was. Ja, das sollte auch spannend bleiben hier. Ja. Und ich überlege gerade, ich habe noch viel mehr Sticks. Ich habe aber nicht mehr Platz in der Tasche und ich kann auch keine 4 angeln. Kann ich das Material da drin liegen lassen? Geht, gell? Ja. So, ich habe übrigens noch Melon Seeds und so, sind auch jetzt hier drin. Ja, wir brauchen Erde, ne? Wir brauchen halt Erde. Diesen Ding lasse ich mal da drin. Du hattest Bone Meal, hast du gesagt, ne? Ja, packe ich hier in die Kiste. So. So, 4 Angeln. Jetzt geht der Papa erstmal angeln. Kann ich kein fucking Händel machen? Wie mache ich die Händel, verdammt? Was brauchst du denn für was für ein Werkzeug? Ich will ein Schwert machen. Ja, dann brauchst du Stone. Ja, habe ich ja. Ja, ein Händel habe ich doch. Habe ich doch schon gemacht. Nee, aber es fehlt uns doch ein Händel. Also das, wo man die. Ja, dann mach doch einen. Hält. Ja, das finde ich auch ja nicht. Das ist doch dieses Tool-Ding. Das liegt doch, der Abdruck liegt doch in der Kiste. Das Tool-Ding ist doch nicht das Händel, oder was? Meine ich ja. Tool-Rod-Pattern meinst du? Jo. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber, damit habe ich auch, das ist ja auch der Griff für die Axt. Also vom ja, Sort. Aber Axt und Schwert ist ja was anderes. Naja, vielleicht in dem Mod nicht. Wir probieren das mal aus. So, da brauchen wir das und da brauchen wir das. Okay, eins. Wenn zwei. Der Schwimmer zuckt, ist alles gut, ne? Wenn der Schwimmer zuckt, musst du ziehen. Ach so, das meinst du, ja. So, dann haben wir das hier noch. Oh, und ich habe noch einen Flint da rausgekriegt. Geil. Und du meinst jetzt. Oh. Können wir die Wasserquelle nicht vergrößern, dass sie mehr tief ist und mehr groß? Was willst du vergrößern? Die Wasserquelle vergrößern. 2 tief und die Fläche halt größer ist insgesamt. Das können wir natürlich können wir das machen. Warum fragst du mich so was? Warum fließt eigentlich hier hinten Wasser runter? Warum hast du hier hinten Wasser dran gesetzt? Das verstehe ich nicht. Ich musste Wasser wegwerfen und hab's einfach dann kippst du einfach Wasser in die unendliche Wasserquelle. Ja, wir sind übrigens bei 23 Minuten und somit am Ach, Ende Scheiße. Einer Folge. Ich war so vertieft. Ja, ich auch. Hab man gar nicht Gott. Gemerkt. Kann ich noch ganz schnell, weil die Leute die ganze Zeit darauf gewartet haben und jetzt ja. voll pisst sind, wenn ich es nicht tue, das hier noch reintun. Aber du kannst als Überraschung für die letzte. Und dann noch das hier reintun und merken, dass es nicht geht. Okay. Okay. Ja, dann sind wir am Ende der Folge. Dann machen wir das halt in der nächsten Folge. Genau, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Hardcore Skype Logs mit einer Cobblestone-Maschine, die der Fischkopf ganz toll gebaut hat. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, sind wir sehr dankbar für. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.